Der Microsoft Flight Simulator ist ja richtig gut, aber so richtig Spaß macht er erst, wenn man Add-ons nutzt. Ob das nun Flugzeuge, Flughäfen, Tools oder irgendwelche Wettermods sind, mit der Zeit verliert man ganz schön den Überblick im Community-Ordner. Zu jedem Flugzeug gibt es dann auch noch zig Liveries und das ganze Chaos ist vorprogrammiert. Aber dem Problem kannst du entgehen, indem du das Tool MSFS Add-ons Linker nutzt. Dieses Tool übernimmt die komplette Organisation sämtlicher Mods und du bewahrst dabei den Überblick. Und das Beste ist, es gibt sogenannte Presets, das heißt, wenn mal ein neues Update vom Microsoft Flight Simulator kommt, kannst du das mit wenigen Klicks einfach aktivieren, dann sind alle Mods deaktiviert und der Simulator kann sauber ohne Mods hochfahren. Und wenn du dann wieder alles aktivieren möchtest, wählst du dein anderes Preset aus und mit wenigen Klicks hast du all deine Mods wieder aktiviert. Und siehe da, die Mods sind wieder in deinem Community-Ordner verlinkt. Man sieht hier auch in der rechten Seite an der Farbgebung, dass das alles Links sind. Das lilane sind Folders, also Ordner, und das hellblaue sind externe Links von anderen Programmen, die das selber verwalten. All diese hellgrünen Links verwalten wir mit dem MSFS Add-ons Linker. Damit kann dir dann eigentlich egal sein, wie der Inhalt deines Community-Ordners aussieht. Du musst nicht anfangen, irgendwelche Gruppen zu bilden, indem du hier gleich benannte Kategorien vorne in den Ordnernamen mit reinpackst oder sonst was. Das übernimmt alles der Add-ons-Linker. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Wir haben hier im Add-ons-Linker einzelne Kategorien, was bei mir bestimmte Ordner sind. Ich habe meinen Community-Folder auf C direkt angelegt und habe hier diese Ordnerstruktur, wenn man das hier vergleicht, angelegt. Nach Aircrafts, Avatare, Drivables, Fly-by-Wire extra, Deliveries alle extra und so weiter und so fort. Und der Add-ons-Linker zeigt hier auf Ordnerebene die Kategorien und eben den Inhalt, was an ist und was eben nicht an ist. Und hier kann man mit wenigen Klicks einfach das Ganze deaktivieren und wieder aktivieren. Ich bekomme da jetzt eine Warnung, weil bei mir im Hintergrund der Simulator läuft. Und genau genommen kann man sich hier seine eigene Struktur bauen, um den Überblick zu bewahren. Alle Liveries sind hier bei mir unter dem Ordner Liveries drin und wie man hier sieht, sind nicht alle aktiv. Das heißt, die, die einen grünen Purple haben, die sind aktiv und die, die einen roten Purple haben, die sind nicht aktiv. Man kann hier auch mit den Bildchen schauen, was denn dahinter so liegt. Das ist auch ganz nett. Und so sieht man eben, was habe ich eigentlich aktiv und was habe ich nicht aktiv. Hier oben sieht man 108 GB habe ich, 100 Add-ons sind das Ganze in Summe, aber davon wirklich aktiv sind nur 105 GB und 69 Stück. Das heißt, nicht alle, die links geladen sind, sind auch tatsächlich rechts im Simulator geladen. Weil sie eben, wie wir gerade gesehen haben, nicht aktiv sind. Weil ich einfach nicht immer alles brauche. Je mehr du da reinlädst, desto länger dauert die Startzeit vom Microsoft Flight Simulator. Das heißt, es sollte eigentlich so ein gewisser Sweet Spot sein. Nicht alles aktivieren, nur das aktivieren, was du wirklich brauchst. Dann schauen wir uns das Ganze noch an, wie du deine Installer konfigurieren musst, dass das Ganze auch funktioniert. Am Beispiel vom Fly-by-Wire Installer. Wir öffnen den erstmal, gehen dann auf die Einstellungen, gehen dann auf Download und schauen uns hier das Install Directory an. Und hier sehen wir schon, das liegt auf C, Community Folder, Fly-by-Wire. Das ist de facto hier dieser Ordner und schaut im MSFS Add-ons Linker dann so aus, dass das Ganze hier rein aktiviert wird. Dann gibt es das Ganze noch mit dem Headwind Installer, falls du das Ganze mit dem A330 noch nutzt. Da funktioniert das relativ gleich. Hier öffnen, dann auf Einstellungen klicken, dann auf Download und hier sieht man im Install Directory auch wieder hier den Pfad Fly-by-Wire. Damit die beiden eben ins selbe installieren. Und man sieht dann auch ganz gut, ich habe hier diesen Mod für A318 aktiv, aber im Simulator nicht an. Er ist zwar hier aktuell und installiert, aber er ist nicht verlinkt in den Community Folder. Das heißt, das Ganze ist auch nicht im Flugsimulator geladen und steht mir eben nicht zur Verfügung. Würde ich das wollen, dann würde ich hier einfach den Haken setzen, Flugsimulator neu starten und schon habe ich den A318 Mod von LVFR mit aktiv. Für den Sim Market Installer funktioniert das ähnlich. Diesen einfach öffnen, hier auf die Einstellungen gehen und auch hier wieder den Community Ordner entsprechend setzen, dass die Installation in diesen Ordner passiert und wir über den Add-ons Linker eben die Verknüpfung setzen können. Damit bewahrst du in der ganzen Masse der Flugzeuge, die du installiert hast, den Überblick. Weil wie gesagt, es wird eine lange Liste und pro Flugzeug hast du vielleicht dann auch noch verschiedene Liveries aktiv, so wie in meinem Fall. Und dann wird das Ganze einfach unübersichtlich und wie wir gesehen haben, habe ich eigentlich 100 Add-ons, also insgesamt 69 aktiv. Aber wer sollte da den Überblick bewahren? Downloaden kannst du das Ganze über Google. Du gibst einfach MSFS Add-ons Linker ein, gehst auf FlightSim.to, nimmst den ersten Treffer
und gehst dann auf Download. Dann wirst du gefragt, welches File du haben möchtest, natürlich das Main-File, und startest den Download. Dann die Installation durchführen und du kannst anfangen, deine Mods zu organisieren. Am Anfang mag das vielleicht ein bisschen mühsam erscheinen, weil du dir vielleicht mal Gedanken machen musst, wie du was gruppieren möchtest. Sobald du das einmal gemacht hast, hast du hier die Ordnung und den Überblick und du wirst es dir danken. Und mit den Presets kannst du dann ganz einfach Mods aktivieren, deaktivieren, so wie du das brauchst. Wenn du zum Beispiel wirklich nur mit dem A320 fliegen möchtest und einen Wettermod aktiv hast, dann setzt du dir ein Preset, speicherst das so ab, lädst das. Alle anderen Add-ons, die du nicht brauchst, wie einen A330 und so weiter, kannst du dann deaktivieren. Und du wirst sehen, dass dein Flugsimulator viel schneller startet. Und wenn du dann mal wieder mehr aktiviert haben möchtest, wählst du das entsprechende Preset aus und kannst deine Mods mit ganz wenigen Klicks wieder aktivieren. Dann den Flugsimulator neu starten und du bist ready to go. Das soll es mit dem heutigen Video wieder gewesen sein. Du weißt nun, wie du deine Mods sinnvollerweise organisierst, wie du sie mit Presets ganz einfach mit wenigen Klicks aktivieren und deaktivieren kannst und wie du dabei den Überblick bewahrst. Wenn dir das Video gefallen hat oder sogar geholfen hat und du dieses Tool noch gar nicht kanntest oder es jetzt nutzen möchtest, weil ich dir die Einfachkeit dieses Tools erklärt habe, dann schreib es mir gerne in die Kommentare und lass es mich wissen. Like dieses Video und teile es all deinen Sim-Freunden, damit nicht nur du den Überblick über deine Mods hast, sondern auch alle anderen in den Genuss von diesem Tool kommen. Willst du keine weiteren Videos wie diese hier verpassen, dann lass gerne ein Abo da. Hast du bereits abonniert, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Es ehrt mich, es freut mich, dich an Bord zu haben. Und damit bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Wenn du noch mehr sehen möchtest, dann schau dir dieses oder dieses Video an.